Alles hat zwei Seiten, kein Licht ohne Dunkelheit. Müssen Gedichte sich immer reimen oder haben nicht auch düstere Texte ein Recht darauf, gelesen zu werden? Ich sage, wir sollten ihnen diese Bühne geben. Seelenblumen, ein Gedichtband über die düstere Seite der Gedichte und der Gedanken. Ab jetzt erhältlich überall, wo es Bücher gibt.